habe ich erwähnt, dass ich keine Motorräder mag. Langsam aber sicher entstehen hier auch sehr urwaldartige Strukturen, was einfach daran liegt, dass in solchen Waldkulturdenkmälern keine reguläre Forstwirtschaft stattfindet. Wobei man eben halt auch schaut, dass der Wald auf jeden Fall erhalten bleiben soll. Ich habe ja eben erwähnt, zum Schutz eben dieser Kulturdenkmäler. Und daher ist es auch relativ normal, dass man sehr alte, knorrige, schöne Baumindividuen findet. Individuen. Und davon werde ich euch dann noch ein paar zeigen. Das hier ist definitiv eine der schönsten Buchen weit und breit, die ich so kenne. Und auch noch super vital. Man kann ja sehen, Äste bis weit nach unten. Und der geht also wirklich ganz hervorragend. Die wird auch noch ein paar Jährchen älter, sofern sie nicht vom Blitz getroffen wird oder ähnliches. Da oben könnt ihr schon erahnen, dass da komischerweise nochmal so ein Wall angedeutet wird und dahinter nochmal ein Wall zu kommen scheint. Das seht ihr gleich auch nochmal ausführlicher. Worauf ich hinaus will, ist, dass es sich hier wirklich um eine Mehrwallanlage handelt. Das ist bei diesen Anlagen fast immer so, dass es wirklich viele Wälle gibt. Aller Herr der Ringe, Minas Tirith mit seinen 7 Wellen oder glaube ich, oder sind es 8, ich weiß es nicht. So ähnlich. So ein bisschen läuft das ja auch ab. Und hier befinden wir uns eben im ersten Hof, wenn man so möchte. Das ist die Buche von eben. In dem halt schon die Möglichkeit vorhanden ist, hier einfach sein Pferd oder sonstiges Transportmittel zu parken. Und dieser Hof ist doch auch wirklich so groß, bis auf da geht es dann schon wieder runter, ne? Dass es hier auch möglich ist, gewisse Gebäude wird sie garantiert auch gegeben haben und wahrscheinlich auch einen kleinen Garten vielleicht, also so stelle ich mir das zumindest vor, überliefert ist da natürlich überhaupt nichts. Aber warum nicht? Warum soll man nicht hier auch noch ein bisschen Kartoffeln, gab es damals noch nicht, Getreide oder Rüben oder ähnliches angebaut haben, für den Fall, dass man hier wirklich mal länger drin sitzt. Ich könnte es mir irgendwo vorstellen, wobei man es dazu sagen muss, das hier oben ist allermiesester Boden, also der taugt überhaupt nichts. Wirklich viel wird hier nicht gewachsen sein, was nennenswert essbar ist. Bäume sind da ja noch ganz, ganz, ganz genügsam. Deshalb ist da, wo der Boden besonders scheiße ist, in der Regel dann immer Wald. Das lohnt sich dann nicht mal mehr, da irgendwelche Weiden fürs Schaf oder sonst was hinzustellen. Nur der Wald kommt dann wirklich mit so ganz, ganz mageren Situationen noch zurecht. Es gibt tatsächlich auch Gebiete, die sind so, so mager, dass da auch kein Wald mehr kann. Aber die sind ganz, 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 ganz selten und das findet man dann aber, wenn, dann auf solchen Kämmen wie hier. Aber hier ist es jetzt noch nicht so schlimm, könnt ihr ja sehen an den schönen alten Bäumen, die hier auch ordentlich dick geworden sind. Sollte sich zufällig unter meinen Zuschauern ein forstlich gebildeter Sachse befinden, dann ist der jetzt neidisch, weil das hier ist eine schöne alte Tanne. Auch top vital, also erstaunlich eigentlich, in Anbetracht dessen, dass der Wald ja doch größtenteils angeblich ja so furchtbar geschädigt sein soll, wie der Waldschadensbericht ja immer behauptet. Ich will übrigens nicht am Waldschadensbericht zweifeln, der ist schon gut gemacht und das stimmt auch. Aber man muss dazu sagen, selbst wenn fast jeder Baum geschädigt ist, so schlimm ist das nicht, weil Bäume sind einfach so zähe Organismen, wenn die ein bisschen geschädigt sind, das bockt die überhaupt nicht. Die können immer noch wachsen wie Sau, obwohl sie ein kleines bisschen geschädigt sind. Also auch ein geschädigter Wald wächst noch wunderbar und erfüllt sämtliche Waldfunktionen. Man darf das wirklich nicht überdramatisieren und ja, aber das ist so ein bisschen sehr kontrovers, dieses Thema. Da traue ich mich jetzt nicht mehr zu sagen. Wenn ihr übrigens auf die Ferne eine Tanne erkennen wollt, dann guckt mal hier. Tannen sind meistens, also gerade wenn sie es sich leisten können, haben die auch bis unten dann noch Nadeln. Die sind dann meistens in Form von so einzelnen Zweigbüscheln, wenn man so möchte, angeordnet und bilden halt eben nicht dieses klassische Nadelbaum-Ding. Ne? Zack, 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 wie man die als Kind immer gemalt hat. Zack, 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 zack. Das machen sie halt eben nicht. Also Tanne ist immer so ein bisschen zerrupft, sieht wirklich so rupfig aus, insbesondere so alte Dinger und endet oben ohne Spitze. Ganz wichtig, also eine Tanne ist immer oben irgendwie flach oder eingedellt oder zumindest nicht spitz zulaufend. Eine Fichte schon,
die Douglasie auch, die laufen immer nach oben wirklich in einer Zuckspitze aus. Also wenn man jetzt meinen Finger noch mit dazu nimmt, dann wäre es jetzt eine Fichte, in Anführungszeichen. Wenn ihr irgendwo anders als im Schwarzwald wohnt, müsst ihr übrigens nach alten Tannen lange suchen. Haha! Übrigens, man kann an solchen Konstruktionen hier, wie die Bäumchen nah beieinander, dann hier auch wieder viele Bäume nah beieinander, dazwischen hier jetzt lange nix, dann so ein einzelnes kümmerliches Ding, da hier, guckt da auch lange nix, dann steht da wieder was und da stehen dann schon wieder zwei so dicht beieinander. Hier ist ein regelrechtes Loch. An solchen Strukturen kann man erkennen. Das hier ist ein Wald ohne Hüter. Hier passt keiner auf, dass alles ordnungsgemäß wächst. Also wir haben hier schon so leicht, langsam aber sicher in Richtung Urwald tendierende Strukturen. Nochmal ein Grund, weshalb ich das hier oben so super schön finde. Das gilt übrigens für den kompletten Schanzenberg nach unten hin auch. Das Ding ist einfach hier oben nicht bewirtschaftbar forstlich. Beziehungsweise man könnte hier natürlich Bäume umsägen und neue Bäume pflanzen. Man würde sie aber nicht abtransportiert bekommen. Das ist so der Hauptfaktor, woran es dann manchmal scheitert. Dass man in manchen Bereichen einfach zwangsweise Anführungszeichen zwangsweise, das macht man natürlich auch schon gerne, ein Naturschutzgebiet draus machen muss oder einen Bannwald oder einfach forstlich aus der Nutzung nehmen, einfach weil es sich nicht lohnt, die Kosten, die man hat, um Holz von hier oben runter zu bekommen, wo man es dann abfahren kann, sind so hoch, dass sich das einfach mit einem Holzpreis überhaupt nicht rentiert. Da müsste man drauf zahlen, um hier das Holz wegzubekommen. Und warum sollte man das tun, wenn man hier dann auch ein bisschen urwaldartige Strukturen stehen lassen könnte? Ist doch viel schöner. Man muss aber dazu sagen, wir brauchen auch Holz. Also es ist schon wichtig, dass es die Forstwirtschaft gibt. Also wann immer ich sage, Urwald ist toll und lasst mal mehr alte Bäume stehen, stellenweise bloß. Wir brauchen schon das Holz und die normalen Wirtschaftswaldstrukturen sind ja auch schön. Hier übrigens auch nochmal so ein klassischer Widmenmacher. Aber hier ist das ja relativ egal, dass da unten jemand vorbeistappt, ist extrem unwahrscheinlich, weil das ist da nur noch am Hang, da gibt es auch keinen Weg. Also den kann man wirklich definitiv da stehen lassen, bis er von alleine umfällt. Und wie gesagt, forstlich wird hier ja nicht viel gemacht. Hier ist keiner unterwegs und sägt irgendwelche Bäume um. Ja, war der erste Wall jetzt eigentlich nur noch dazu da, um sozusagen darauf hinzuweisen, dass hier jetzt überhaupt die Burg beginnt. Mit diesem sehr laxen ersten Innenhof, dieses Ding, wo wir jetzt hier durchgestapft sind. Da hinten ist die dicke Buche. Da ist die dicke Buche. Nur zur Orientierung, dass ihr damit was anfangen könnt. Und ich bin jetzt da hochgelaufen, wo ich euch eben gesagt habe, wo man dann schon die zwei Wälle erkennen kann. Das hier ist jetzt natürlich halt noch mal viel wehrhafter. Stellt euch vor, auf diesem kleineren äußeren Wall steht jetzt noch mal eine dicke Ladung Palisaden. An diesen Palisaden hier auf unserer Seite befindet sich nochmal ein Wehrgang und oben auf dem Wehrgang stehen entsprechende grimmige, schwer gerüstete Krieger in Kettenhemd mit Speer und viele auch mit Bogen bewaffnet, die darauf warten, dass von hier die feindliche Armee anrückt. Alternativ könnte die feindliche Armee natürlich auch versuchen, hier hochgekraxelt zu kommen, aber da würde es reichen, wenn man sich jetzt zum Beispiel hier ein Türmchen hinstellt und da oben ein paar Bogenschützen positioniert. Bis die Feinde hier hochgekraxelt sind, haben sie die alle abgeschossen. Und man muss dazu sagen, das war damals garantiert nicht bewaldet, dieser Hang. Da werden sie den schön immer ordentlich gerodet haben, damit sie sehen, ob irgendwer kommt und was Böses will. Aber nochmal zu dieser Doppelwallstruktur. Hier muss man erstmal rüberkommen und dann muss man auch noch in den Graben. Und den Graben wieder hoch und dann hier noch rüberkommen. Und da kann man davon ausgehen, dass hier auch nochmal Palisaden gestanden sind. Also absolut schwierig durchzukommen, vorsichtig ausgedrückt. Ob jetzt hier dieser Weg in dieser Form hier hoch der historische Zugang ist, das kann ich beim besten Willen nicht mehr feststellen. Ja, aber jetzt labere ich hier die ganze Zeit und behaupte, das wäre schwierig, da durchzukommen. Das probieren wir doch jetzt mal aus. Angriff! Ihr glaubt mir hoffentlich, dass das mit Palisaden erheblich schwieriger gewesen wäre. Ja, das sind eben diese urwaldartigen Strukturen, die ich meine. Sowas musst du im Wirtschaftswald erstmal finden. Oder auch diese Buche hier.
Ja, also hier stand ich eben, als ich da mal wieder zu viel gelabert habe. Und hier könnt ihr dann schön den Wall erkennen. Oder auch nicht, weil ich zu viel reinzoome. Wir stehen jetzt hier auf dem Wall und der Wall zieht sich hier hinten entlang und geht dann da auch um die Ecke. Da folgen wir jetzt mal ein Stückchen dem Wall bzw. dem Graben. Ja, also ich bin noch auf dem Graben unterwegs. Und wenn ihr jetzt hier mal ein wenig auch in die Ferne guckt, seht ihr, dass der Graben definitiv rund verläuft und um die komplette Burganlage, hier jetzt links von mir, die will ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil um die Spannungskurve nicht zu versauen, die Hauptburganlage liegt natürlich im Zentrum und da drumherum rund geht eben diese Rundwallanlage. Hier bis dahin noch schön als Doppelwall zu erkennen. Hier weiter vorne ist der Doppelwall nicht mehr so gut erhalten. Man darf aber wohl davon ausgehen, dass es auch ursprünglich einen gegeben hat. Wobei, jetzt nähern wir uns schon wieder der anderen Hangseite. Und hier vorne geht es dann schon wieder relativ gut nach unten. Wobei man hier den Graben auch wahrscheinlich so langsam im Laufe der Jahre auf den Weg verwendet hat. Und dadurch der Graben ja auch wie ein Weg aussieht und auch parallel zu einem Weg läuft. Hier seht ihr, da zweigt nämlich ein Weg. Graben in Weg gehen ineinander über. Das hier ist ein Fußweg, ein einfacher, der jetzt dann hier parallel mit dem eigentlichen Graben verläuft. Und das verläuft sich dann so ein bisschen und ist nicht mehr so schön zu erkennen. Aber nichtsdestotrotz, früher wird da auch noch mal in irgendeiner Form der Wall weiter ausgeprägt gewesen sein. Zwischendurch noch mal was Forstliches. Diese interessante Borke mit diesen hellen Streifen dran und dieser sonst sehr glatten Borke ist erstaunlicherweise eine Eiche. Normalerweise, man kennt ja Eiche als so was Ding mit so richtiger massiven Schuppenborke, so richtig schön knorrig. Aber das hier ist die Roteiche. Bei der schaut die Sache dann schon wieder anders aus und ihr könnt es hier auch schön erkennen. Eben Eichenblatt, aber spitz zulaufende Enden. Typisch Roteiche. Wo ich gerade dabei bin, das hier ist ein typischer Stamm für die Kastanie mit diesen langen, sehr langen Schuppen, die so längsrissig eingekerbt sind und man hat das Gefühl, man könnte da sehr lange Schuppenstücke quasi einfach rausbrechen. Kann man auch mehr oder weniger, sollte man aber sein lassen. Und als Beweis, dass es sich um die Kastanie handelt, hier sehr kleine Kastanienblätter. Das ist einfach jetzt daran, weil die hier unten am Stamm kaum Licht abbekommen und eigentlich auch kaum eine Funktion erfüllen. Wenn man sie anfasst, merkt man auch, solche Blätter sind immer erheblich härter als die wirklich viel in der Sonne sind. Und dann auch erheblich größer sind, weil sie halt näher an der Sonne sind. Aber das kann man jetzt hier alles nicht erkennen von hier unten direkt unterm Baum. Zur Orientierung, ich bin jetzt hier wieder am Beginn von diesen beiden zwei Grabenkonstruktionen, wo ich hier eben durchgerannt bin und dann nach da hinten gelaufen bin. Ich bin jetzt hier wieder vorne und wir gehen jetzt weiter in Richtung Zentralburg, wo auch dann damals das Hauptgebäude, ich weiß nicht, ob man bei solchen Rundwallanlagen das Ding dann auch Bergfried nennt, stand.